Immer einen Herausforderungspunkt. Das ist doch schön. Was mache ich hier? Ein Herausforderungspünktchen. Das ist doch super duper hier, ne? Geh zu Al-Hassans Werkstatt. So, wo ist er da? Der Kollege hier darüber. Mal kurz unser Move. Wenn wir das geübt haben, ne? Hast du. Ich glaube, ein paar Monate. Also ich glaube, ein Jahr. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Wir haben einen Erfahrungspunkt. Hm? Ein Punkt nach einem Jahr. Heilige Maria, das ist hier offenbar schön. Ja. So. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Höhleneingang? Da. Ja, sind wir also auch schon soweit. Mal kurz, bevor ich da reingehe. So, ich glaube, wenn es für euch besser ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt besser dran. So. Ich wäre geehrt, rufen Sie mich zur Einführung. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen. Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Wohl oder übel? Das ging nicht schneller, oder? Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Das ist aber eine Riesenzeremonie. Die Kollegen da hinten sind offenbar gut getucht. Nun treten wir also ein in die Hallen des Todes. Der Übergang von Knabe zu Mann. Wir merken, wir haben noch alle 10 Finger. Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger.
Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Basim Ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Wir haben aber jetzt einen 0,5 Finger weniger, ne? Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Nö. Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Ist dir das aufmerksam genug? Deutsch oder schwer? Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali, er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Assassin's Creed. Mirage. Basim,
Wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Bagdad. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Was für eine Kernherausforderung, bitte sehr, also Spiel. Ja! Hey, hat Jamal schon bezahlt? Bruderschaftshaus, bin mal locker hier. So, 400 Meter noch, kriegen wir das hin? Das kriegen wir offenbar noch gut hin. Ich mache einfach noch eine halbe Stunde, heißt also 2 Stunden Aufnahme, das passt dann schon irgendwo. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Ja. Oh. Was ist denn überhaupt hier? Ja, so. Und lösen wir das Rätsel? Bagdad. Das Ganze ist Bagdad. Das ist die Wildnis hier. Einfach nur komplett durchgedreht, das Ganze. Ne? Das ist auch immer noch Wildnis, ne? Das ist Wildnis, das ist auch Wildnis, das ist alles komplett Wildnis, nur hier halt. Zumindest den Streifen hier sind wir jetzt gelatscht, ne? Wir sind gereitiert. Habia ist das erste Ding ins Bums, dann haben wir hier die runde Stadt, aber auch irgendwie in Quadranten aufgeteilt, ne? Das ist. Okay, wir haben hier so Schwert und Dolch. Ein Schwert wird in der Haupthand gehalten und ist seine Haupt. Möglichkeit, Schaden zu verursachen. Der Dolch wird in der Nebenhand gehalten und hat Einfluss auf den Verteidigungsschaden am Gegner beim Parieren. Monturen. Monturen haben eigentlich seine Vorteile, sie helfen dir im Einklang mit den Grundsätzen der Verborgenen unauffälliger zu sein. Anpassungen. Ja, du. Wir haben nur einen, ne? Das will auch nicht. Weißt du was? Ich mache hier kurz so, dann haben wir hier alles. Finde, was ich stahl. Die Wachen kommen immer näher, also muss ich sie schnell schreiben. Ich habe bekommen, was ich wollte, genau wie sagte. Doch nun ist meine Zeit um. Räche mich und finde, wofür ich mein Leben riskiert habe. Suche bei den Seifenkochern und halte aus der Höhe nach unten Stoffenausschau. Erinnere dich meines Mutes wegen an mich, nicht meines Schicksals wegen. Ich wünsche dir Glück. Was räche mich um? Und finde, wofür mein Leben riskiert. Aber suche bei den Seifenkochern. Was ist denn das jetzt wieder? Okay, Fertigkeiten. Das sind recht wenig.